Hallo Hacking-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Subway Z, und heute habe ich einen neuen Free-Client für euch, nämlich Sensation. Dieser Client wird des Öfteren geupdatet und er funktioniert auf Hypixel, CubeCraft und Mineplex. Er hat auch ein ganz cooles Design, das werdet ihr noch sehen, aber ich empfehle euch auf jeden Fall, dass ihr euch das Tutorial ansieht, sonst ja, könnt ihr keine Auto-Settings reinmachen. Beziehungsweise, ja, sonst habt ihr gar keine Auto-Settings. Vielleicht wird das zukünftig geändert und die sind schon standardmäßig im Client drin. Aber jetzt ist es halt zurzeit so, dass ihr euch die extra holen müsst. Und ja, also wie gesagt, vielleicht müsst ihr das später mal nicht machen. Also einfach, ja, jetzt Client downloaden. Dann geht ihr in euren Download-Ordner und dann habt ihr diese Datei hier. Die entpackt ihr einfach. So, und dann müsst ihr hier in den Ordner rein. Und da habt ihr dann schon zwei Folder, nämlich Sensation und dann eben die Settings. So, und dann drückt ihr die Windows-Taste und R gleichzeitig. Und dann müsst ihr eingeben %appdata%/.minecraft und dann einfach auf OK gehen. So, und dann müsst ihr den Versions-Ordner suchen, hier. Auch da einfach reingehen. So, und dann kopiert ihr das Ganze hier rüber oder zieht es rein, das ist egal. So, einfach einfügen, zack. Und dann könnt ihr das wieder schließen und dann geht ihr in die Auto-Settings rein. Dann öffnet ihr das Config-Tutorial, die TXT, dann könnt ihr eigentlich hier direkt das kopieren. So, dann drückt ihr wieder Windows und R, fügt das hier ein und da wo steht Your Username, müsst ihr natürlich euren Usernamen ja, einfügen. Ich heiße hier auf dem PC Nico, also ja, paste ich das einfach rein, beziehungsweise schreib's rein. Und ja, dann habt ihr das hier geöffnet und dann müsst ihr einfach nur diesen Ordner hier reinkopieren und ihr habt es geschafft. So, und dann könnt ihr das Ganze schließen, den Minecraft Launcher starten und hier drin könnt ihr dann auf Installationen gehen, hier neue Installation hinzufügen und dann sucht ihr nach Sensation. So, hier haben wir das, einfach erstellen, so, und dann hier einfach in der Liste auswählen und starten, das war's. So, ich bin jetzt hier direkt auf einem Server, da das Hauptmenü ziemlich simpel gehalten ist und ich da nicht viel Zeit verschwenden will. Und ja, das ClickJoy öffnet man mit der rechten Shift-Taste. Dann kommt dieses Fenster hier und ich finde, dass das ClickJoy schon ziemlich nice designt ist. Hier auf der linken Seite habt ihr die verschiedenen Arten der Modules. Und hier könnt ihr bei den Modules rechts raufklicken auf diesen Switch da und die einzelnen Sachen ein- oder ausschalten. Oder ihr könnt auch einfach hier raufklicken und dann öffnen sich hier rechts die Settings. So, und diese Lernklammern hier, die sind auch ja, für was gut. Ihr seht hier vielleicht schon das R. Ja, wenn ihr hier drauf drückt, dann könnt ihr eine bestimmte Taste auf der Tastatur drücken und dann wird dieses Modul auf die entsprechende Taste festgelegt. Ich drücke jetzt einfach nochmal R. Ich habe meine Kill-Aura immer auf R. So, und jetzt kann ich mit der R-Taste die Kill-Aura aktivieren oder deaktivieren. Und ja, als nächstes, was ihr wissen solltet, ist, ihr könnt hier in dem Menü rumscrollen mit dem Mausrad, ja. Also nicht denken, dass das hier alles ist. Da geht es noch unten weiter, das seht ihr aber eh hier rechts. So, und dann noch ganz wichtig, wenn ihr jetzt keine Config geladen habt, dann müsst ihr das Overlay hier einschalten, um ja hier erstmal das Client-Logo zu sehen, das schöne Herzchen und rechts oben die Array-List. Ja, ich lade jetzt aber eine Config, nämlich die CubeCraft-Config, weil wir sind auf CubeCraft, auch wenn ich jetzt nicht spielen werde. Aus irgendeinem Grund hier ist hier halt die Kill-Aura schon standardmäßig aktiviert, egal, einfach ausschalten. So, und ihr könnt natürlich auch das ESP umdesignen. Ich mache mal das Champs aus, weil keine Ahnung, ich finde das nervig. Und ja, ich gehe hier mal auf das ESP und da könnt ihr sogar die Farben beliebig einstellen. Ihr könnt ja auch einstellen, ob ihr das Health anzeigen lassen wollt oder nicht.
oder auch hier die Box, die könnt ihr ein- oder ausschalten. Gibt viele verschiedene Optionen. Und ja, hier unten könnt ihr dann einfach von der Box ja, die Farbe ändern. So, ihr seht es, wunderbar. Und dann könnt ihr hier auch noch, wo war das? Ach so, ja, das ist vom Target, egal. Ja, ihr könnt damit selbst rumspielen. Ich werde hier jetzt nicht alles zeigen, weil es gibt sehr viele Funktionen, ja. Auf jeden Fall, hier findet ihr die Configs, die ihr davor in den Client gemacht habt. So reingemacht habt. Und ihr könnt euch natürlich auch eigene Configs machen. Ich schreibe jetzt irgendwas rein, so und dann Create. Und dann die Einstellungen, die ihr gerade habt, die werden halt eben in dieser Config gespeichert. Die könnt ihr, wann auch immer ihr wollt, laden oder sogar als Standard setzen. Das bedeutet, ja, jedes Mal, wenn ihr den Client startet, sollte diese Config eigentlich standardmäßig geladen werden. Und ja, viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, tschüss und bis zum nächsten Mal.